Excellent. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin frei. Das war ein Band, ein Armband, das eine NGO uns vor wenigen Wochen vorgestellt hat, mit dem wir möglicherweise ein Statement setzen können. Ich bin frei. Aber Millionen von Männern und Frauen und Kindern sind es eben nicht. Sie können ihre Meinung nicht frei äußern, sie können ihren Glauben nicht ausleben, so wie sie es wünschen. Und viele sind sehr menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Und das hat in der globalen vernetzten Welt, das nehme ich auch Ihrer Rede, natürlich auch immer mit uns zu tun. Denken wir einmal 26 Jahre zurück. Die Welt ist im Aufbruch, die Wende, in der Folge davon nicht nur die großen Blöcke, die sich nicht mehr feindlich im Kalten Krieg gegenüberstehen, Diktaturen sind gefallen, auch in Afrika. Viele der Indizes für die Not, für das Leid dort, in den meisten Ländern, haben sich gravierend verbessert, weil man sich nicht mehr in diesem Dualismus gegenübersteht. Extreme Armut, Zugang zu Wasser, Mütter- und Kindersterblichkeit, Gesundheitsversorgung, Bildung für Mädchen, die Todeszahlen in Konflikten. Wir denken heute, das sei alles nach oben gegangen. Es ging damals kontinuierlich nach unten. Wir haben Freiheit neu erlebt, für manche vielleicht das erste Mal definiert. Die Hoffnung pfiff sich durch Gorki Park und Glasnost und Perestroika waren die Wörter des Jahrzehnts. Etwas später Mandela. Und heute? Die Menschenrechte scheinen auf dem Rückzug zu sein. In vielen Ländern werden Menschenrechtsverteidiger und ihre Menschenrechte zurückgedrängt. Gestern trafen wir Herrn Fred Bauma aus der Demokratischen Republik Kongo mit Kollegen. Und viele von uns haben ähnliche Begegnungen und die reden von Verhaftung, wenn sie nur wieder auf dem Flughafen in ihrem Land zurückkehren. Es wirkt fast wie so eine alte Rollback-Strategie. Land für Land, Gesetz für Gesetz wird enger und oft mit dem Vorwand der Terrorbekämpfung. Das hat auch mit uns zu tun. Wenn man dem Jahresbericht, den wir heute behandeln, von 2015 sich beschäftigt und dann mit Menschenrechtsverteidigern redet, wie gerade genannt, dann wird einem ganz anders. Und ich vermute, der Bericht für 2016 wird eher noch schlimmer. Und immer wenn ich dann von solchen Terminen komme oder wenn ich abends in mein Zimmer hier in Berlin komme, dann ist es nicht selten, dass ich entweder weinen muss oder dass es mir zum Kotzen zumute ist. Nicht erst seit Aleppo, wenn auch seitdem noch besonders. Was passiert mit unserer Welt? Was lassen wir da auch zu? Was darf da auch mit uns passieren hier in Deutschland? Die drei Stichwörter, die ich noch nennen möchte in diesen Minuten, sind Kinder, Rechtlosigkeit und Religion oder Religionsfreiheit. 45 Millionen Menschen leben zurzeit in Sklaverei und sklavenähnlichen Verhältnissen. Global Slavery Index. Nur mal zum Vergleich. Wie stolz konnte die Menschheit sein, als William Wilberforce und als Abraham Lincoln, der eine in den Vereinigten Staaten, der andere in England, die Sklaverei abgeschafft haben. Viele Jahre her. Aber ganz ehrlich, ist uns bewusst, dass wir heute, 45 Millionen, mehr haben als damals zusammen? Millionen davon sind Kinder und sie bekommen keinen Zugang zu Schulbildung, müssen unter schwersten Bedingungen auf Baumwollfarmen und Minen arbeiten und erleben täglich Gewalt und Krieg am eigenen Leib, oft für die Produkte, die wir hier kaufen und billiger haben wollen. Freiheit ist für die eine Worthülse, deren wirkliche Bedeutung sie wahrscheinlich höchstens erahnen können. Im Südsudan kämpfen 17.000 Kinder, wurde uns vorgestern berichtet, in einem verheerenden Bürgerkrieg. Wenig Beachtung hier, wir gucken woanders hin. Etwas weiter westlich auf dem Kontinent Afrika, 1,2 Millionen Kinder ernten einen Großteil der Schokolade, die wir und viele andere zu Weihnachten und übers Jahr verteilt konsumieren werden. Und gehen deshalb auch nicht oder nur viel zu wenig in die Schule, um auch rauszukommen aus Armut und Abhängigkeit. Weiter im Osten auf unserer Welt, beim philippinischen Amt für Internetverbrechen, gingen bislang 10.000 Hinweise auf sexuelle Ausbeutung von Kindern mit dem Internet ein. Und wer sind die User? Der Menschenrechtsbericht der EU geht davon aus, dass die Gefahr besteht, dass viele Minderjährige, die sich in den letzten Monaten auf der Flucht befunden haben, Opfer von Gewalt und Menschenhandel geworden sind, auch auf der Flucht zu uns.
Und wenn ich das alles sehe, fällt mir wieder dieser Begriff ein. Ich könnte kotzen. Da fällt mir auch kein politisch korrekterer Begriff für ein. Ich höre noch, wie letzte Woche Frau Merkel in einer Regionalkonferenz in Thüringen sagte, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schlafe nicht gut, wenn ich an die Kinder in Aleppo denke. Als Menschenrechtler frage ich mich, was können wir tun, um mehr für die Freiheit von denen und anderen zu ermöglichen. Ich bin dankbar, dass Deutschland und EU, das wird in dem Bericht auch deutlich gemacht, sich einsetzt. Dass Gesetze in den letzten Jahren entstanden sind. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr und aktiver, auch als Bundesregierung, in unseren Beziehungen zu den anderen Ländern, da bin ich Herrn Steinmeier sehr dankbar für das Engagement in diesem Bereich, dass Kinder vor Krieg und Terror geschützt werden. Danke dafür. Der zweite Begriff, den ich genannt habe, ist Rechtlosigkeit. Es muss Opfern, je länger, je mehr, in diesen Ländern von Menschenrechtsverletzungen möglich sein, Zugang zum Rechtssystem zu bekommen. Sonst wird aus Armut Rechtlosigkeit und aus der Rechtlosigkeit bleibt es in der Armut. Das ist eine stille Menschenrechtsverletzung, die auch so nicht explizit in dem Bericht auftaucht. Der fehlende Zugang zum Rechtssystem, meist durch eine grundlegende Ursache, nämlich die Armut. Und dann wandert das in den vielen Geschichten hin in die Sklaverei, die ich genannt habe. Die moderne Sklaverei macht auch vor unseren Türen in Deutschland nicht halt. Wir haben vor einem halben Jahr das Gesetz, das dann nächstes Jahr in Kraft tritt, zu Zwang und Ausbeutung im Prostitutionsgewerbe entschieden. Und das sind einige Schritte, wenn auch noch lange nicht genug. Und ich bin dankbar, dass wir einen Überprüfungsmechanismus haben, in dem wir das dann in 2-3 Jahren noch mal unter die Lupe nehmen können. Ein weiterer Bereich, dritte, Religionsfreiheit. In immer mehr Staaten wird sie grundsätzlich garantiert. Aber die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus. Und auch in meinem Land frage ich mich hin und wieder, ist uns das noch präsent? Millionen von Menschen werden weltweit eingeschränkt in dieser Freiheit, verfolgt, gedemütigt, gefoltert, oft zu Tode gebracht. Und dabei müssen wir an alle Religionen denken. Da sitzt die Ahmadiyya-Muslime in Pakistan, da sind es die Aleviten, teilweise jetzt auch in Syrien, da sind es Buddhisten, da sind es die Baha'i im Iran und da sind es als größte Gruppe auch die Christen. Die aktuellen Entwicklungen im Irak und Syrien werfen Schatten voraus bis nach uns. Und Hunderttausende machen sich auf den Weg und auf der Flucht, wie oft auch, auf der Flucht vor ihren Peinigern, dann beim Ankommen hier in unseren Schutzunterkünften passiert genau das Gleiche wieder. Selbst hier in Deutschland, da passiert Diskriminierung und Benachteiligung und auch Bedrohung. Und ich weiß Fälle in meiner Stadt. Anfang der Woche konnten einige von uns den Pater Jacques Murat treffen. Er befand sich 5 Monate in Geiselhaft der IS, bevor er mit seiner katholischen Gemeinde von muslimischen Mitbürgern befreit wurde. Und trotz seiner Erfahrungen wirbt er dafür, dass wir in Europa offen bleiben für Muslime und nicht die Angst uns leitet. Und doch wünsche ich mir, dass besonders Muslime, auch wenn die Anschläge in Paris und Nizza und Brüssel waren, noch lauter und öfter sagen, das sind wir nicht. Und dass wir gemeinsam dem Terror uns mutig entgegenstellen. Dazu gehört auch, dass wir genau die Menschen unterstützen, die Demokratie fördern wollen, wie das von Frank Schwabe genannte Programm der Parlamentarier schützen Parlamentarier. Dass wir an die Seite derer stehen, die Menschenrechte verteidigen. Und deshalb appelliere ich, dass wir diesen Menschen vorher Gehör verschaffen, bevor sie möglicherweise in Extremismus abgleiten oder extremisiert werden. Was ziehen wir denn aus diesem Bericht? Gesetze und Richtlinien. Teilweise haben wir, müssen wir arbeiten. Das parlamentarische Partnerschaftsprogramm. Kleine, sichtbare Gesten in dem Miteinander und Begegnungen. Für meinen Teil werde ich für diese Freiheit weiter kämpfen. Auch wenn mich diese Ohnmacht, die ich gerade beschrieben habe, immer wieder gefangen, gebunden und Sklaven, versklavte Menschen zu sehen, oft gefangen hält. Ich wünsche Ihnen und uns besinnliche und gesegnete Weihnachtstage. Ich tue mich schwer, Ihnen fröhliche zu wünschen. Das liegt ein bisschen daran auch, ob die Weltgemeinschaft es hinkriegt, ob die Waffen weiter schweigen werden. Sonst wünsche ich uns auch Scham. Ich kann nicht einfach nur fröhlich feiern, wenn wir als Weltgemeinschaft diese Kinder von Aleppo irgendwie doch, wie dass die uns interessieren, als wäre es Scheißdreck, links liegen. Weihnachten, die Erinnerung an die Geburt eines Kindes in genau der Region, von der ich gerade geredet habe. Verrückt genug, als Kind geboren zu werden in einer Krisenregion, irgendwie wenig romantisch als bei uns.
neben Kuh- und Eselskacke im Stall eben, in einer brisanten Situation. Und ich habe einfach keinen Bock, dann am Weihnachtstag aufzuwachen, wieder zu hören von den nicht geschwiegenen Waffen und wieder denken zu müssen, ich könnte kotzen. Ich will mich nicht zufrieden geben mit dem Status quo. Das wollen wir als Menschenrechtler nicht, aber da gibt es noch eine Menge zu tun. Aber eben zu tun und nicht nur zu reden. Ich danke Ihnen. Tom Königs.